Hallo meine lieben Freunde, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich es rechtfertigen soll, dass das hier der dritte Haul in 3 bis 4 Wochen ist, aber ich schiebe es einfach mal da drauf, dass ihr unbedingt noch einen IKEA-Haul sehen wolltet, denn ich habe nochmal viel mehr als beim letzten Mal gekauft, war insgesamt nochmal 11 Stunden dort und was ich gekauft habe, seht ihr heute. Ich habe hier einen kleinen Berg von winzigen kleinen IKEA-Sachen, aber wir kriegen das hin, holt euch einen Kaffee und guckt mir zu, was ich so gekauft habe. Jedenfalls wollte ich euch noch unbedingt mitteilen, dass ich gerade auf meinem zweiten Kanal Katistrophe Weekly Vlogs mache und da seht ihr dann auch in dem von letzter Woche, wie ich beim IKEA war und der nächste Woche kommen wird, da seht ihr, wie ich wieder bei IKEA war. Also schaut doch vorbei, die Links gibt's in der Infobox. Alles kreuz und quer. Das hier ist Dekoration, das sind irgendwelche Boxen. Das ist ein 7er Set. Und unter anderem ist da Rose Gold drin. Oder Kupfer. Jedenfalls sieht es cool aus und zur Not kann man ja auch als Geschenkboxen nehmen. Dann eine Küchenzange. Ich stehe im Moment so auf Kerzen und ich habe eigentlich immer, wenn ich hier in der Wohnung bin abends, irgendwo alle Kerzen an. So wie die, zu der komme ich auch noch. Und heute habe ich die Lugger-Kerze mitgenommen. Die hat hier so cooles Schminkzeug drauf. Und die riecht nicht arg oder gar nicht. Aber die Farbe ist ziemlich schön, weil das hat so ein ganz leichtes Rosa und ich finde, das passt ganz schön. Vor allem hält die für 50 Stunden. Meine Kerze hier, was ist denn das für eine? Die hier, die habe ich schon lange, aber die ist immer noch nicht weggebrannt und die habe ich echt immer an. Also ich finde die ziemlich cool, diese großen Dinger. Noch mehr Kerzen. Das sind Sinnlichtkerzen und ihr müsst die ohne Spaß mal riechen, weil die sind so angenehm frisch und der Geruch ist einfach nicht nervig, also deswegen finde ich die mega gut und deswegen auch gleich 2. Ich habe die auch noch als Teelicht und da hinten ist die auch gerade drin, also ich finde diesen Geruch wirklich gut. Noch eine Kerze, die heißt Full God und ich finde die ganzen Blümchenkerzen dort nicht so gut, aber die hier finde ich riecht nicht so stark nach Blümchen. Sadat findet, dass die aussehen wie Warzen oder Pickel, aber ja. Dann habe ich hier so ein Untersetzerteil aus Porzellan oder so. Und dort kann man halt irgendwelche schönen Dinge schön anrichten. Sowas wie Herbstblätter, Zeugs und dort dann halt eine Kerze draufstellen. Und das finde ich ziemlich schön. Die Haare haben halt irgendwie keinen Bock mehr. Dann dieser wunderschöne Serviettenhalter. Manche Menschen benutzen den zum Festhalten von Make-up-Paletten. Aber ich denke, ich werde den mir einfach als Dekoration auf meinen Esstisch stellen und finde das ziemlich schön. Dann hier sowas Langweiliges wie Körbe, die dann in meinen Badezimmerschrank kommen. Und dann auch der Behälter selbst. Das sind diese Eimer-Dinger. Und meiner wird ein Papierkorb, nehme ich mal ein, für mein Büro. Ich merke gerade, ich habe den falschen Deckel geholt. Und dann habe ich noch so kleine Teelichter, die sind batteriebetrieben und die kann man halt schütteln und dann gehen die an. Die kann man sehr schön auf diese Bilderleisten stellen. Diese länglichen, sehr schmalen, habe ich auch noch hier gleich, damit man nicht Angst haben muss, dass die Wand oder das Holz abfackelt. Sind so kleine Fake-Teelichter, glaube ich, ganz cool. Ein Wok. Quasi in eine Bratpfanne, die ziemlich tief ist, weil ich bereite sehr gerne Soßen und so ein Zeug in der Pfanne zu, weil man braten kann, man kann drin kochen und deswegen ist so ein Wok ganz cool. Ja, Teflon. Ein Schneebesen. Und ein ganz langweiliger, normaler Kochtopf, in dem man Nudeln und sowas kochen kann. Dann habe ich mir diese Aufbewahrung hier geholt für wahrscheinlich das Badezimmer. Die heißen Nordrana. Ist auch wieder ein Set. Und die sind sehr, sehr fest. Also es sind sehr, sehr dicke Kordeldinger. Und die kann man oben so schön umschlagen und ja, einfach für so Kosmetikzeug. Bisschen Deko und so. Pfeffer- und Salzstreuer. Denkt man nicht dran, aber ich habe gemerkt, dass es mir fehlt, als ich es brauchte. Dann habe ich neue Bettwäsche. Und zwar sieht die so aus. Das ist weiß mit irgendeinem lilaartigen Muster. Keine weiteren Kommentare dazu. Dann habe ich mir so eine weiße Gardine geholt. Die ist, sieht einfach nach einem Blatt Papier gerade aus. Aber die ist dafür da, dass ich hier im Wohnzimmer ist so eine Ecke, wo ich dann meine Videolichter und so verstecken möchte. Und da werde ich dann einfach so eine Duschstange quer hängen und die Gardine reinhängen. Ich hoffe, das klappt alles. Und dann ist das alles schön abgedeckt und ich muss mir den Vorhang aufmachen und kann alles rausholen. Ich habe noch mehr Bilderrahmen geholt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht alle sind. Deshalb hier nochmal ein paar und wie gesagt, ihr werdet sehen, was ich damit machen werde. Ich habe selbst noch nicht so ganz den Plan.
werden wir dann sehen. Und dann habe ich mir noch eine graue Gardine geholt. Die ist dunkelgrau und ziemlich schwer. Und ich hoffe, dass das gut aussehen wird, weil die halt, wie gesagt, dunkel ist. Aber ich dachte, das harmoniert ganz cool mit meinem Sofa, weil auch dunkelgrau und so. Und dann noch ein Mülleimer. Das muss ich euch jetzt ja nicht nochmal zeigen, aber ich habe von allem nochmal mehr Geschirr gekauft. Somit habe ich jetzt von allem ein Set, also 12 Mal, weil ich einfach viel Familie habe. Demnach auch noch mehr Sachen, sowas wie Gläser. Die lagen hier jetzt noch drin. Dann ist das hier mein neuer Biomüll. Der hat einen Plastikdeckel, wo man reingucken kann. Dann weiß man immer, was da dran abgeht und der hat eine ganz gute Größe. Für meinen Schminktisch habe ich mir 2 dieser Make-up-Theater-Leuchtenleisten geholt. Was war das gerade für ein Satz? Halt diese mit diesen 5 Lightbulbs auf jeder Seite. Und dazu passend einen Haufen von Glühbirnen. Muss ich euch jetzt nicht zeigen. Achso, und übrigens, hiervon habe ich mir noch, ich glaube, insgesamt 3 Boxen geholt. Und die kann man immer gebrauchen. Für meine Kaffeeecke dann noch so einen Zuckerspender, wie man sie aus Cafés findet. Finde ich ganz süß und das werde ich dann damit in die Kaffeeecke stellen. Dann habe ich mir solche Gefrierbeutel geholt. Die haben, soweit ich weiß, eine Sandwichgröße und die sind bei IKEA einfach billig, deshalb habe ich die mitgenommen. Dann noch so ein Teil, das ist eigentlich dafür da, dass man das in eine Schublade reintut und dann rutschen die Sachen da nicht hin und her. Ich habe festgestellt, dass es nicht in meine Schublade passt. Also finde ich dafür einen anderen Platz, vielleicht im Schminktisch oder im Badezimmerschrank oder so. Man findet für sowas eigentlich immer einen Platz. Dann auch noch fürs Badezimmer sind diese Aufbewahrungsteile. Ihr merkt, ich mag Aufbewahrung. Damit kann man zum Beispiel Wattebällchen und Wattestäbchen oder sowas reintun. Alles hat einfach eine gute Ordnung. Finde ich schön. Dann auch so ein Teil, woran man seine Jacken und so weiter aufhängen kann. Das ist die besagte Bilderleiste. Von denen habe ich 2. Und die werden in mein Schlafzimmer kommen. Die sind ziemlich lang. Und zwar werde ich die so übereinander machen, so leicht versetzt. Und dort drauf kommen dann eher private Fotos von mir. Also zum Beispiel habe ich mir diese riesigen, wirklich großen Bilderrahmen geholt. Da kommen dann zum Beispiel Bilder drauf wie das Bild von meinen Brüdern und mir in meinem Abiball oder sowas halt. Alter. Dann noch etwas für das Badezimmer. Das sind Hielmarren. Das sieht so aus. Und ist einfach eine schöne Aufbewahrung für das Badezimmer, weil man Sachen draufstellen kann, also dekomäßig oben. Und unten hat das so Haken und da kann man dann seine Handtücher aufhängen. Dann habe ich noch dieses Geschenkpapier heute gefunden. Das ist so süß, war ein Dreier-Set. Meine Favoriten sind die 2 hier. Also einmal das mit den Punkten und das mit den süßen Eulen hier drauf. Ich glaube, das waren die kleinen Sachen. Zumindest sehe ich gerade keine mehr. Aber was ich noch mitgenommen habe, sind diese Sitzpolster. Und zwar gehören die zu diesen Stühlen. Da habe ich auch schon 2 aufgebaut, die sind mega süß. Und zwar diese Stühle gehören zu diesem Tisch. Der ist mega süß, der lässt sich aufklappen. Da ich nur eine Person bin und für einen riesigen Esstisch keinen Platz und keine Verwendung habe, kann man den entweder nur ein Teil aufbauen, 2 oder 3. Sieht sehr süß aus. Ich finde dieses Graue mit der Schublade total süß. Und deshalb diese Sitzpolster. Ich habe mir diesen Badeschrank hier geholt. Den ich das letzte Mal geholt habe, der war in der falschen Farbe. Und jetzt habe ich mich letztendlich doch für einen geschlossenen entschieden. Und das ist der hier. Ich würde sagen, ich stelle noch kurz die Sachen im Hintergrund vor. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Das da hinten ist eine wunderschöne Laterne. Wie gesagt, eine wunderschöne Laterne. Und die wollte ich eigentlich draußen auf meinen Wohnzimmertisch stellen. Ich wollte eigentlich Balkontisch sagen. Es macht gar keinen Sinn mehr, was ich hier von mir gebe. Jedenfalls sieht er so aus und dazu habe ich mir 2 Stühle geholt. Außerdem habe ich mir noch einen Teppich fürs Wohnzimmer geholt. Da sitze ich gerade drauf. Den kann ich gerade einfach nicht hochheben. Den zeige ich euch dann einfach am Ende in der Roomtour. Der ist groß und flauschig. Und der passt hier ziemlich gut rein, finde ich. Macht das Ganze sehr wohnlich. Dann habe ich mir diesen Tomness-Kommodenschrank geholt. Der sieht ein bisschen aus wie der Hemmnis-Schuhschrank. Allerdings nicht so schuhschrankig. Den möchte ich für meine Videowand nehmen. Die muss ich mir noch ausdenken und mal gucken, wie ich das hinkriege. Jedenfalls mache ich den dann als Hintergrund und ich glaube, das sieht dann ganz schön aus. Außerdem habe ich jetzt einen Schminktisch seit heute. Das ist dieser ganz standardmäßige Malm-Schminktisch mit einer Schublade und einer Glasplatte drauf. Und dazu habe ich mir so einen Nils-Erik, einen Nils-Erik Hocker geholt.
Und dann kann ich den nämlich unten drunter schieben und habe den Stuhl nicht im Weg. Noch dazu habe ich mir einen ziemlich großen Alex-Schrank geholt. Der hat 1 Million Fächer und da werde ich dann halt mein Schminkzeug reinsortieren. Lange Geschichte, hat auch gar keinen Sinn jetzt gerade. Aber jedenfalls habe ich das letzte Mal einen Badezimmer-Unterschrank geholt, anstatt dem Spiegelschrank / Alibert, den ich eigentlich haben wollte. Außerdem habe ich mich jetzt für einen anderen entschieden, da ich den jetzt eh noch nicht hatte. Und zwar heißt der Storyorm und der hat an der Seite 2 Lichter leisten und ich glaube, das sieht viel schöner aus als das, was ich eigentlich haben wollte. Dann habe ich mir noch diesen Wohnzimmertisch oder Wohnzimmertische geholt. Die heißen Risser und die werden so untereinander gestapelt. Finde ich ziemlich schön und ist jetzt nicht weiß, was ich gut finde, weil ich so viele weiße Möbel hier inzwischen habe. Da kann sowas auch mal grau oder ein bisschen dunkler sein. Ich bin gerade ganz verwirrt, ob das alles war. Ich kann mich zumindest an nichts mehr erinnern. Die Hälfte ist auch einfach noch unaufgebaut in ihren Kisten, deshalb habe ich gerade keinen Überblick mehr und muss mich wirklich dran machen, alles aufzubauen. Aber falls ich was vergessen habe, dann seht ihr das spätestens dann in der Roomtour in einigen Wochen / Monaten, weil das kann ja noch eine Weile dauern, bis ich hier zufrieden bin. Und dann wisst ihr, wo alles seinen Platz gefunden hat. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieser IKEA-Haul wie immer gefallen hat. Und ihr findet hier den ersten IKEA-Haul, da habe ich zum Beispiel das Sofa da hinten gekauft. Und hier findet ihr den DM-Haul von letzter Woche. Ich weiß, ganz schön viele Hauls, aber das ist mein Leben im Moment und sorry, not sorry. Ich persönlich würde mich noch riesig freuen, wenn ihr jetzt noch meinen Weekly-Vlog guckt. Der ist in der Infobox und irgendwo hier oben findet ihr in der Infocard alles verlinkt. Ihr müsst nur draufklicken. Könnt ihr auch mit dem Handy übrigens. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn ihr immer mal so ein paar Ausschnitte von meinem Tag seht. Pro Tag ein bisschen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr es findet. Außerdem könnt ihr da schon mal ein bisschen sehen, wie meine Wohnung aussieht. Ich habe da jetzt noch nicht viel gezeigt, aber man sieht halt ein bisschen im Hintergrund. Also könnt ihr mal spannend rätseln, wie es hier weitergeht. Ich weiß, ihr habt mir jetzt schon sehr lange beim Reden zugehört, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und mir sagt, zu was hier in der Wohnung ihr genau ein Video haben möchtet. Dann kann ich nämlich darauf eingehen und so. Liked euch gegenseitig, dann sehe ich es besser. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bye! Voll der Beauty-Blogger.